Okay. Kann man noch irgendwas machen? Verbindungsevent? Nein. Spezialmove-Liste? Achso, da. Ah, okay. Ach, hier ist es doch. Genau, das habe ich auch gesucht. Spielerfertigkeiten. Kann man denn. Ist denn das eine hierbei? Nein, ist es nicht. Aber man hat sehr viele Sachen, ne? Coole Sache. Bin ich sehr gespannt. Wir können. Warte mal, wie viele Züge haben wir? 10, 1. 2, 3, 4, 5. 5 Züge während im Normalfall, wenn man jetzt einmal rumläuft. Wenn wir aber erst hier und dann hier hin wollen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es wären dann 7 Züge. Wir gucken einfach mal. Wir gehen erstmal hier hin. Okay, hier ist nichts. Was ist da? Ah, bewege dich auf einen Gegner, um gegen ihn zu kämpfen. Kämpfe gewähren Erfahrungspunkte, was dich stärker macht und beide Verbindungsstufen erhöht. Dies bestimmt die Fähigkeiten deiner verbundenen Freunde. Auf höhere Verbindungsstufen können Son Goku und seine Freunde mehr Kraft entfesseln, also kämpfe weiter und werde stärker. Klar, kann man hier irgendwas machen? Kann man nicht mal bestätigen. Okay, hier kann man nichts machen, denn auch nichts. Okay. Na, ist ja bloß dieses Feld. Andere Felder. Ja, okay. Na, dann gehen wir hier zum Kampffeld. Was? Achso, hier haben wir nochmal ein kleines Tutorial, wo wir die Schläge lernen. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe alle Felder abgeklappert, da war nichts. Bei dem Budokai 2, da waren halt immer, da konnte man dann immer manchmal graben oder es waren bestimmte Kapseln da, die dich halt stärker gemacht haben. War auch eine coole Aktion eigentlich. So, da haben wir uns dann gucken. そいつ他にもそいつみたいな偽物がいっぺいて見た目が似てるだけじゃなくて本物と同じようなオラも自分と戦うなんて初めてだからなんか変な感じがするんだよなコテッカどうかは戦ってみねえとオラと同じような技を使うんだったらこいつとの戦いも Ja, na klar, bietet sich natürlich an. Total. Er hat die gleichen Moves, also machen wir doch gleich ein Training daraus. So. Da sind wir ja schon. Right. Okay. Karriere-Explosion. Bam. Ja? Bam, 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 bam. Also man kann gedrückt halten. Oder man drückt ganz schnell hintereinander, ne? So, was haben wir noch? Das ist richtig cool, ne? Der ist auch schon K.O. Ah, die Energie lädt sich immer wieder auf. Das bedeutet wahrscheinlich, wenn umso mehr Energie man im Kampf verliert, umso weniger Energie hat man denn für den nächsten Kampf. Ach, schon Kapitel 3. Okay, das geht ja schnell. Also die Story scheint nicht lange zu gehen, wahrscheinlich. Ach, die hat schon wieder ein neues Raumschiff. Ist ja auch wieder was Neues. Nee, hat mich total nicht überrascht. Machen wir schon. Son-kun ni totte mo, anta ni totte mo,
Ah, klappt nicht. Oder? Doch, klappt. Ah. やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ。中和装置はまだ完璧じゃないから力よくわかんねえけんどよ。この状況ってドラゴンボールで。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は。あ、そっか。ああ、忘れてたって。それじゃ。 Dann bist du wirklich Son Goku. Natürlich, wenn du irgendwas vergessen tust, dann bist du Son Goku. Krillin. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo sind wir? Wenn Son Goku jetzt wieder seinen Körper zurück hat. Dies ist ein Charakter-Rettungsfeld. Besiege den Gegner auf diesem Feld, um einen Freund zu retten, damit dieser im Kampf helfen kann. Du kannst mit bis zu 3 Kämpfern in den Kampf ziehen. Dies ist ein Kampftutorial-Feld. Hier kannst du Kampftutorial abschließen und den Kampf erlernen. Besiege alle Gegner. Okay, wir haben 20 Züge. Wir sind hier hinten. Ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal Yang Shu. Und dann, ja, dann schnappen wir uns Piccolo. Ich denke, Yang Shu sollten wir schaffen. Ja, wir müssen es ja sowieso schaffen. Und schaffen wir, ja, die Story nicht. So, dann geht's los. Es war ein Kampf-Tutorial. So, hau mal ab hier. So, schnell mal eine. Ah, du kommst nochmal her. Eine schwache Z-Kombo. Eine schwere Z-Kombo. Und was haben wir noch? Besiege den Gegner. Oh, 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 oh. Oh, Mist. Okay, wir haben. Okay, wir haben ein bisschen Schaden genommen, ja. Ich wollte eigentlich noch einen Finisher. Sag ich ja, die Energie steigt dann nämlich. Umso mehr wir Schaden nehmen. So, das haben wir. So, dann gehen wir zu Piccolo. Ah, dann kriegen wir diesmal eine andere Fähigkeit. Ist ja wieder ein Tutorial. So, dann haben wir das schon gemacht. Ja. Oh, oh, oh. So, den haben wir. Ja, ich habe das nicht normal gemacht, weil wir das ja schon mal hatten. Darum. So,
So, wir haben aber jetzt ein Item bekommen. Ich glaube, für mehr Angriff oder mehr Kraft halt. Können wir gleich mal abchecken. Ja, Angriffskraft erhöht Stufe 1. Okay, machen wir. So, hier ist nochmal... Ah, hier kämpfen sie zwei. Ah, okay. Dann machen wir doch diese. Kämpfen wir gerade gegen zwei, ja? Ist ja kein Problem. Tenshin Han Clone und Yang Shu Clone. Diesmal ist es aber kein Tutorial, darum müssen wir jetzt wirklich fighten. Ne? Go! Ey, warum schießt du nach oben? Und reingehauen. So, da haben wir noch ein paar Special Move. Und gleich der nächste Arm. Ja nun. Okay, er macht kein Kamehameha, warum auch immer. Oh oh. Ach, na oben, okay, alles klar. Nein! Den haben wir abgeblockt. Okay, er hat es schräg nach oben gemacht, warum auch immer. Er sollte eigentlich geradeaus machen, aber er hat schräg nach oben gemacht. So ein Rabauke. So, die haben wir. So, dann gehen wir hier nochmal zu Tenshin Han. Und da kriegen wir wieder ein Item. Ich glaube diesmal Defense. Guck mal, selbst das Auge in der Mitte, ja, das dritte Auge ist rot. Also die Pupille. So. Ab ging Tenshin Han, den alten Sack. Seine Kikanone. So. Okay, diesmal ist ein anderes Tutorial. Ja, komm schon. Achso. Ach, nun komm schon. So. Ja, wenn er nicht zuhaut. Ja, so sollte es nicht laufen. Na, nun hau doch zu. Och, oh, komm schon. Digga, dann hau richtig zu gleich. Oh, das ist doch, das ist echt nicht normal, okay. Das reicht's mir. Das ist mir jetzt scheißegal, das Tutorial, weil es kann ja nicht sein, dass er immer ausweicht oder weggeht und dann auf einmal schlägt er. Er muss, weiß ich nicht, also okay. Egal, scheißen wir drauf jetzt. So. Ja, das kotzt mir an, sowas. Ich meine, wenn wir schon ein Tutorial machen und er sagen, oder die sagen, wir sollen zwei Schläge abwehren und unten und oben, dann muss er halt auch einfach mal schlagen und nicht da rumflaxen. Wir haben ja noch gar keinen anderen Charakter. Ja, und nicht da rumflaxen.
Ja, sowas nervt mich ja extrem. Ach, zu weit weg, okay. So, jetzt dürfen wir aber... Ah, Krillin ist in Rettung. Also, das heißt, wenn wir Krillin jetzt besiegen, haben wir einen zweiten Charakter in unser Gang. Ich nenne es einfach mal Gang. Und in unser Hood. Da ist ja eine Kacke. Nein! No, rette ihn mal. Tu mal was für dein Geld. Oh, der ist schon Level 2. Okay. Ach, jetzt macht er das, oder was? Ja, der will mich doch richtig verarschen. So, Kyuflan. Jetzt recht ihr ab, mein Freund. Fantastisch. Nanu, jetzt kommt die Ulti. Also die Ultimate, der Finisher halt, ne? Aber wahrscheinlich mussten wir das Tutorial erst machen, um überhaupt die Angriffe zu machen. So, zerstört. Wir haben zerstört. Berlin ist der Spielmann. Wir sind immer noch Level 1. Und Zeni ist auch nicht so viel, ne? Geht. Ja. Ist nicht zu viel. Aber wir haben jetzt Krillin am Start. Ist natürlich eine coole Sache. Da ist er auch schon. Kleine Bazille. いつもありがとな。え、なんて言って。どうなったってやべえときはいつもクリリンから全然もらっておく。さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられ。クリリン、よく聞いてね。今いろいろと大変なことになってるの。 というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号俺も一緒に戦うぜな、ゴク。ああ、もちろんだ。ちょっと待った。今のあんたたちは6人。あっちゃー。すっかり修行すりゃ少しはマシになりそうだけど。え？ それじゃあ俺は思いつく方法はあるけど。というわけであんた孫君からクリリンに移動することに。いいから二人とも試しに。さあ、そして、リンクしている。あ、ほらんなところいなくなっちまったぞ。 俺の中に知らない奴が。やった。リンクする相手が変わったわ。そう、アイムブルーツなんだよ。これでみんなで戦うことができるの。じゃあクリリンが戦う。リンクできる人は一人だもの。当然そんな。でも仲間が増えるのよ。ソン君の。確かに悟空だけに頼りっぱなしって。はうーん、まっか。もともと俺ら自分で叩けるようになるまで。 あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしく。 Genau, wir müssen halt ein bisschen zusammenarbeiten, ne? Damit die Verbindung, das ist ja, komische Sache. Oh, diesmal geht's ja richtig ab hier. Du hältst nach jedem Kampf Gesundheit zurück, Charakter, die gekämpft haben. Okay, also das ist genau das, was ich schon sagte.